Hallo aus Hannover von der Mitgliederversammlung des FLIP. FLIP steht für Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen. Und der Verband setzt sich für luftdichtes Bauen, Planen und natürlich für die Qualitätsüberprüfung ein. Neben mir ist Geschäftsführer Oliver Solcher. Du hast gesagt, es muss ja schon luftdicht geplant werden oder gebaut werden, dann sollen es die Leute auch richtig machen. Was meinst du mit richtig und wer sind die Leute? Das aktuelle Thema, das seit einiger Zeit viele beschäftigt ist, wie wollen wir unseren Gebäudebestand energetisch auf ein akzeptables Maß bringen? Die Rede ist davon, über eine sukzessive Sanierung bis 2050 den gesamten Gebäudebestand in Null-Energiegebäude zu verwandeln. Und wenn ich das machen möchte, muss ich es nicht nur vernünftig planen, sondern ich muss es vernünftig ausschreiben, vernünftig ausführen und vernünftig kontrollieren. Das meine ich damit. Und das meine ich mit, wenn es gemacht wird, mach es richtig. Es hilft nicht, irgendwelches Papier zu erzeugen, wo das so draufsteht, wie es vielleicht mal, wo meine Gedanken sind, ohne dass ich es vollziehe. Das meine ich mit richtig machen. Ich glaube, dass wir eine gute Möglichkeit haben, unser gesamten Bestandsgebäude vernünftig zu sanieren. Dazu gehört aber auch eine gute Planung, eine gute Ausführung, eine gute Kontrolle. Und da der FLIP viel Kompetenz darin hat, vertrittst du ihn auch auf verschiedenen Messen und Fachkonferenzen und immer wieder begegnen dir Vorurteile, dass die Leute sagen, aber Blow-Door-Messungen sind doch einfach nur teuer. Warum denkst du, dass das so viele Vorurteile noch gibt? Ich glaube, Physik ist etwas, es lässt sich relativ schwierig vermeiden. Und dem Bauherrn ist aber gar nicht klar, dass wir über Physik sprechen, wenn wir über dichte Gebäude sprechen. Der Bauherr und leider nicht nur der Bauherr, sondern es gibt natürlich auch den einen oder anderen Architekten, der gerne noch im Wort führt, wir bauen sowieso viel zu dicht, diese Vorurteile weiterhin hat. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist klar, dass durch die Dichtheitsprüfung die einzige Prüfung ist, in der ich im Ausbauzustand sicherstellen kann, dass Feuchtigkeit nicht in die Baukonstruktion eindringt. Luftdichtes Bauen hat weniger mit einer luftdichten Abdichtung des Gebäudes zu tun, als vielmehr mit einer Abdichtung der Baukonstruktion gegen eindringende Feuchtigkeit von innen. Das meinen wir mit dichten Gebäuden. Und wenn ich ein Dach saniere und eine Dämmung aufbaue, darüber wird ja gar nicht diskutiert, gedämmt wird. Aber wenn ich das mit einer schluderig ausgeführten Dichtebene mache, dann habe ich mir meinen Bauschaden eingebaut. Dann darf ich das nach 2 Jahren wieder runterreißen und insbesondere Warmdächer müsste ich, also gerade bei Warmdächern, die ja, ich muss mein Dachgeschoss ausbauen, ist es ja noch viel schlimmer, ja, wenn die von außen nicht mehr belüftet werden. Wo soll die Feuchtigkeit hin, die dort eindringt? Und hundertprozentig gibt es nicht. Es gibt kein hundertprozentig dicht. Insofern kann ich nur vernünftig planen, vernünftig bauen und vernünftig kontrollieren und so die Leckagen auf ein Minimum bringen. Das heißt, die Schäden sind zwar schon da, aber noch ist einfach nicht dieser Zusammenhang da mit Luftdichtheit, richtig planen und ausführen und dann kann man auch mehr Schäden vermeiden. Naja, das eine ist Bauherr und das andere ist der Architekt. Das sind die zwei Dinge. Und dem Bauherrn muss ich klar machen, dass eine Dichtheitsprüfung für ihn arbeitet und nicht gegen ihn. Ja, das ist auf seiner Seite. Es sind keine Kosten, die er hat, sondern es sind halt, ich meine, der gibt 20.000 Euro für ein Badezimmer aus und er hat keine 500 Euro oder sagen wir mal 800 Euro, weil zwei Prüfungen ja notwendig sind. Ich muss eine Baubegleitungsmessung machen, muss eine Schlussmessung machen. Sagen wir mal 800 Euro dafür, dass mein Gebäude vernünftig ausgeführt ist und ich mit Leckagen kein Problem habe. Also eine Frage der Priorität. Der Priorität. Und dem Architekten muss klar gemacht werden, dass das auch dort die Dichtheitsprüfung für ihn ist. Wir machen Handwerkererziehung mit der Dichtheitsprüfung. Allein wenn er schon eine Dichtheitsprüfung in seine Ausschreibung reinschreibt, wird er Handwerker kriegen, die entweder nicht anbieten, weil sie sagen, oh, da ist ja einer, der mich kontrolliert, oder die von vornherein vernünftig bauen. Okay, dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei der Aufklärungsarbeit. Wenn Sie mehr wissen wollen über Luftdichtheitsprüfung, luftdichtes Bauen, wie man das richtig macht, schauen Sie auf die Seite luftdicht.info.